Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Satisfactory. Beim ersten Mal ist mir der Fauxpas unterlaufen, dass wir ziemlich lange in der Folge hängen geblieben sind, sprich, weil ich halt unbedingt noch fertig bauen wollte, ein paar Sachen. Ich hoffe, dass mir das heute nicht nochmal passiert. Das wäre nämlich grandioserweise ziemlich drastisch, wenn das nochmal passiert. Was folgendermaßen ist, ich baue ja gerade die Zufuhr für die Quarzkristalle. Und das muss ich ja sehr gescheit bauen. Fast schon penibel. Vor allem, ich muss überlegen, es werden nachher hier insgesamt 8 Laufbänder längs laufen. 4 für die Kohle, 4 für die Quarzgeschichten, ne? Also um Längen nicht so gut, wie ich dachte, es geplant zu haben. Ah, okay. Wasser fängt also einen ab. Aber ich habe auch nicht jeden Sturz. So. Das ist jetzt nicht dein verdammter Ernst. Ich kann nicht bis hierhin drüber bauen. Okay. Boah, ist halt so. Ja, okay. Das war abzusehen. Weil ich, wenn ich hingeguckt habe, wo ich hinlatsche. Ja, hier ist natürlich ein Riesenloch in dem, im Boden. Dann muss ich quasi hier hinbauen. Moment. Drehung nicht vergessen. Ah, Gesundheit. Wo kam das denn her? So, wenn da die Mitte ist, dann muss das hier hin. Genau. Ah, ich freue mich schon, wenn ich da noch Kohle hier schwissen quetschen darf. Ich sehe schon, dass ich das auch ein bisschen verbauen werde. Also das Laufband nochmal von der Ausrichtung umsetzen darf. Ist halt ein Riesenaufwand, wie ihr merkt, wieder mal. Bei. Es geht eigentlich. Ja.
So. Und mir sind die Laufbänder jetzt schon wieder ausgegangen. Aber das zeigt auf jeden Fall schon mal, was ich für eine Menge an, ja, Platten später brauche, um alles auf 2 abzugraden. Das sind jetzt schon weit über 1000, die ich jetzt verbaut habe. Und das nur, um mal wieder festzuhalten, nur um diese beiden Orte hier zu verbinden. Und ich wiederhole auch nochmal die andere Sache. Nur anhand Laufbänder zu verbinden, um Ressourcen zu transportieren. Na gut, dann gucke ich mal, ob der restliche Kram inzwischen einigermaßen fertig wurde. Ist halt ein bisschen tricky hier hochzukommen, ich sag's ja immer wieder. So, das lief nämlich ziemlich lange. Ja gut, 200 sind fertig, nehme ich schon mal mit. Schmeiß hier das kurz an. Dann kann und darf der das hier mal leer ziehen. So. Und jetzt halte ich es wieder an, denn ja, jetzt kann das hier sich wieder weiter auffüllen. So, dann habe ich schon mal 200 für den Fortschritt da an der Stelle hinterlegt, hingepackt. Das heißt, ich brauche nur noch 300. So. Gut, Leute. Dann kurz nachgedacht. Ich brauche nochmal Platten. Ey, das wird auch nochmal Heidenspaß, wenn ich dann die zweite Strecke komplett baue. Für die Silikat. Ne? Das wird dann. Oh Gott, das wird ja dann komplett eine Katastrophe, merke ich gerade mal. Naja, wollen wir uns mal beeilen, würde ich sagen. Flugbahn ist die hier. Immer noch nicht. Achso, warte mal, warum bin ich denn so weit zurück? Ich habe doch oben inzwischen schon den Stufenaufstieg hier geschafft. Genau, so. Ich würde sagen, hier mache ich Trickliebchen. Und zwar, weil das hier so ein bisschen ansteigt, die Kohle.
kann ich quasi hier rumleiten. Ja, den auf der linken Seite. Und den anderen auf der rechten Seite. So, das war's, ne? Genau. So, warum mache ich das jetzt? Weil ich dann quasi die Kohle trotzdem immer noch einigermaßen links daneben weiterführen kann. So, warte mal, das ist jetzt der äußere. Nee, warte mal, das ist ja total Blödsinn. Ich muss es ja... Doch, es ist richtig. Es ist total richtig. Kohle wird später ja unter der Plattform nochmal zusätzlich verschobenerweise verschoben. Gottes Willen. Ah, mir fehlt wieder. Okay. Mir fehlen wieder Platten. Gut. Also für die Strecke sind wir jetzt gut vorangekommen, aber wir sind immer noch nicht ganz da. So, wie gesagt, die Kohle soll ja eigentlich ein, zwei, also muss vier Schritte nach rechts machen. Das heißt, das muss ich alles jetzt schon mal vorab einplanen, weswegen ich... Ach du Heilige... Also hierdurch muss die Kohle geführt werden eigentlich. Na, gute Nacht, Marie. Also eins. 2, 3, 4, ja. Das heißt hier. Rüber geht die Kohle. Vorübergehend. Ah, jetzt habe ich wieder diesen. Popane. Ah, Mann.
Keine Ahnung, warum das manchmal passiert. Aber jetzt läuft die Kohle auf jeden Fall erstmal wieder weiter. Und ich muss mal wieder Kohle abgeben gehen. Das ist jetzt problematisch. Kann ich irgendwie oben Kohle abgeben gehen? Gibt es hier irgendwo einen Nachstau, wo ich keine Kohle habe? Nein. Leider nicht. Na gut, was sagt die Zeit? Ah, 5 Minuten, wir können noch. So, dann will ich mal gucken. So, wie gesagt, muss ich ja alles darauf angepasst weiterführen. Das heißt, yep, bis dahin muss ich das einmal durchgezogen bauen. Ja, moin. Nein, das wollte ich doch nicht. Wenn die Hand halt auf der Maus einschläft, man kennt es, ne? Darüber geht die Kohle. Das heißt, eigentlich muss ich das so machen. Und dann genau. Genau genommen eigentlich so. Aber daher, dass er dann nicht mehr gerade ist. Ach Gottes Willen. Eieiei, also dieses Herumgeier. Aber ich habe es jetzt ja geschafft. Theoretisch könnte ich daneben dann schon die zweite Linie für die zweite Kohle packen, damit ich das auch schon mal wieder vorrätig hätte, den Weg. So. Jetzt kann ich aber immerhin auch mal Kohle wegpacken, fällt mir mal auf. Aber ich glaube, das würde ich jetzt nicht im Endeffekt so rechnen, dass ich die ganze Kohle loswerde, die ich ja aus dem laufenden Betrieb rausgenommen habe. Oder? Passt das von der Zeitfenster her?
Ah doch. Da kommt erst langsam und stetig was an. Das ist doch sehr schön. Die Kohle ist voll, das wissen wir jetzt auf jeden Fall. Die Kraftwerke laufen ohne Probleme. Wir haben unsere Kohle. Fast komplett weg. Und mit etwas Glück, aber auch wirklich nur mit etwas Glück, kann ich dann in den nächsten paar Parts weiter an meine Konstruktionskünste bauen. Ja gut. Habe ja nicht gesagt, dass es komplett hinhaut. Komm, ich nehme das mal hier weg. Werde dann einfach so lange hier weiter von Hand einfüllen. Und dann gleich die Verbindung wieder aufbauen. Gut. Gut mal nachdenken. Das nächste, was dann ansteht, ist Sulfur ranzuschaffen in raren Mengen, also den Anlauf dazu machen. Und dann geht es in die nächsten Schritte, um die nächsten Schritte. Ich glaube, ich muss nämlich auch noch ein Fabriksgelände bauen. Wie gesagt, wird das auf der zweiten sowie auf der dritten Ebene stattfinden. Ich muss vernünftige Auffahrten bauen. Also alles in allem, es wird anstrengend. Das kann ich so schon sagen. Naja. Gut. So, die letzten paar Kohlebrocken. Und dann sind wir gleich durch hier. Sehr schön. Achso. Kohle ist wieder angeschlossen. Das hier macht nach wie vor einen kleinen Schlenker, geht dann hier runter und so weiter und so fort. Aber immerhin können wir uns darüber freuen, dass das alles hier doch relativ astrein gelaufen ist. Ich gucke nochmal kurz nach. Achso, ja gut, es wird nachher noch später kürzer. Weil natürlich, wenn die Kristalle von der reinen Logik her hier irgendwie eintrudeln, das macht natürlich Sinn. Also das heißt, Kohle wird nochmal ab und aufgebaut. Oh Gottes Willen. Ja, wird lustig. Aber gut, in der ganzen Zeit, wie ich hier wieder herumgetrudelt bin, sollten auch wieder neue Platten gekommen sein, damit ich überhaupt das weiter voranbauen kann. Und ja, ich weiß, ich klinge genervt, aber es ist halt, ich könnte auch einfach sagen, okay, ich plane mal besser und hätte dann nicht dieses ständige Hin und Her, ne? Also ihr wisst, was ich meine, ne? So, ich kann mal 100 von diesen Platten wieder hier zurückpacken. War nur, damit ich überhaupt bauen konnte. Ja, natürlich. Ich springe natürlich genau in die Lücke, anstatt ans, ich wollte fast sagen, Seil zu kommen.
So, ganz fix. Gut. Dann kann ich von dort aus hier runter bauen. Hier auch wieder das einfach wegnehmen, einfach aus Prinzip. Und hier oben auch einfach mal die Büsche aus Prinzip beseitigen. Begründung hätten wir, also zu argumentieren, warum da keine Büsche mehr sind. Das war die Strahlung, die sie ja komplett zerstört haben. Also dadurch wuchsen die nicht mehr. Und schwupps hätten wir dann eine Begründung. Gut, also ich gehe mal von aus, wir brauchen noch mindestens 200, 400, 600, 800, 1000, 1002, so ungefähr, also grob überschlagen, ich rechne jetzt nur bis hin zum Lager. Also müssen wir gucken, dass wir da Platten oben bekommen, ohne Ende. Naja. Sag mal so, wir können auch das hier weiter vorantreiben, ne? So ist es nicht. Schrauben habe ich, glaube ich, genügend drin, nur die Platten sind halt wirklich Mangelware. Das Schöne ist, wenn Schrauben und Stangen fertig sind, dann werden Platten volllaufen, ne? Weil natürlich das nachrutscht. Ja, und jetzt seht ihr, was ich meine übrigens. Hier, guck mal, jetzt stottert es sich wieder ab, weil unten das Eisen leer gegangen ist. Ach ja. Gut, wie dem auch sei, ich glaube, das sind so Kleinigkeiten, die werden einfach mit der Zeit von selber sich auflösen. So, ich brauche nochmal 100 weniger, ist doch schön. Und ich sag ja, also pro Durchlauf hier, den ich mache, kann ich immerhin schon mal ein paar Sachen einplanen. So, aber hey, nur noch 200 Platten, also Stahldinger, das freut mich natürlich. Und ich weiß immerhin, in welcher Zeit ich sie kriege. Das ist ja auch was. Gut, Leute, dann werde ich mal sagen, oder würde ich mal sagen, mache ich hier mal ganz kurz einen kleinen Cut, mal früher als sonst und auch, Gott sei Dank, mal früher. Und dann würde ich einfach sagen, lasse ich auch mal im offenen bisschen das hier laufen gerade. Lass es ansammeln und dann sind wir im nächsten Part dabei, die ganzen anderen Sachen noch zu machen. Ich glaube, ich werde dann auch die letzte Sache für den Milestone schon mal ready to slurp halten, da ich die auch schon mal habe und ja, braucht das dann nicht in der Aufnahme euch alles reinquetschen. Gut, aber ihr seht ja, Platten und so, das dauert noch. Überhaupt die ganze Strukturgeschichte dauert noch eine ganze Weile. Und ich sag mal so, während das alles im Hintergrund läuft, werde ich mal aus den gewonnenen Ressourcen ja, mir noch mehr Biomasse machen, mehr Solid Fuel und das werde ich dann, zumindest den Großteil des Solid Fuels, werde ich dann zum Schredder in den Container packen, dass es geschreddert werden kann und darf. Von daher, ich bedanke mich erstmal wieder fürs Zuschauen, fürs Dranbleiben und dabei sein, ne? Und ich würde sagen, man sieht und hört sich einfach beim nächsten Mal wieder. Von daher, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Habt eine schöne Woche. Habt schöne Tage. Ich bin raus. Euer Saus. Haut rein. Und ciao. Tschüss.